Alicia Jung in Tel Aviv, also massive Einsätze durch das israelische Militär in der Nacht mit einem größeren Einsatz am Boden. Was können Sie uns berichten? Wie sind die Einsätze des israelischen Militärs verlaufen? Israel selbst sagt dazu, dass sie die Einsätze am Boden ausgeweitet hätten. Das Militär veröffentlichte Bilder von Panzern am Abend und in der Nacht, die in Gaza eingedrungen sind. Jetzt muss man das beobachten, den Tag über. Ist das ein zeitlich begrenzter Einsatz oder eben ein dauerhafter Einsatz am Boden? Das gilt es da weiter zu beobachten. 150 Ziele in Gaza hätte Israel attackiert und angegriffen und hätte dabei auch Erfolge erzielt, so äußerte sich Armeesprecher Hagari und sagte, dass auch der Kommandeur der Luftstreitkräfte der Hamas, der Verantwortliche dafür und der auch den Angriff hier am 7. Oktober mitgeplant haben soll, dabei getötet worden ist. Und bei diesen heftigen Kämpfen ist auch die Telekommunikation, wir haben es im Beitrag auch schon kurz gehört, zusammengebrochen. Die fand nicht mehr statt. Also es war sehr schwer, auch für uns beim ZDF, eben die Mitarbeiter zu erreichen. Es ist sehr schwer, so also an Informationen von vor Ort zu gelangen. Und auch UN und WHO haben keinen Kontakt mit ihren Mitarbeitern und warnen auch davor, was das für die Sicherheit der Zivilisten bedeutet, haben die Befürchtung eben, dass durch den Zusammenbruch der Telekommunikation auch die Einsatzkräfte Rettungswagen nicht mehr zu Verletzten gelangen können. Also fest steht aber wohl ja, dass die Einsätze massiv an Stärke zugenommen haben, vor allem auch die Luftangriffe. Stand die Regierung Netanjahu in gewisser Hinsicht jetzt unter Zugzwang, so zu reagieren, weil die Ankündigungen der letzten Tage ja in rhetorischer Schärfe enorm zugenommen haben? Die Netanjahu steht auf jeden Fall sehr unter Zugzwang. Übrigens haben wir jetzt gerade hier auch einen Raketenalarm in Tel Aviv, jetzt nicht ganz in unserer Nähe, aber falls das näher kommen sollte, dann können wir ja an anderer Stelle noch mal weitersprechen. Aber gehen wir jetzt auf die Rhetorik von Netanjahu ein. Und zwar steht er politisch enorm unter Druck, natürlich ganz klar. Der ehemalige Premier Barak hatte sich auch geäußert, hatte gesagt, er trägt da die politische Verantwortung. Und hier wurde einfach das Sicherheitsgefühl der Israelis zerstört. Und deshalb ist auch die Rhetorik so scharf. Natürlich. Und das ist etwas, was viele Menschen hier natürlich kritisieren und was viele Menschen beschäftigt. Und er hatte sich vor allem auch Netanjahu nicht für seine Fehler entschuldigt. Das ist auch etwas, was viele hier kritisieren. Und jetzt geht es natürlich darum, dieses Gefühl von Sicherheit, wie kann das wiederhergestellt werden? Das ist mit Sicherheit auch ein Grund für die scharfe Rhetorik. Denn für einige wird aber auch hier Netanjahu einfach der Mann an der Macht bleiben, der währenddessen regiert hat, als es zu den schlimmsten Angriffen auf Israel aller Zeiten kam. Ja, wie Sie auf bedrückende Art und Weise heute Morgen ja erleben müssen, gehen die Raketenangriffe aus Gaza ja die ganze Zeit weiter. Wie ist denn, Frau Jung, die Situation im Westjordanland? Da kam es nach der Ankündigung der Ausweitung der Bodenoffensive durch Israel zu Protesten in mehreren Städten und auch vereinzelt zu Zusammenstößen mit israelischen Soldaten. Und dann natürlich die Auswirkungen der Kämpfe in Gaza, die betreffen dort viele Menschen. Nicht nur, weil sie im Zweifel vielleicht bekannte Verwandte in Gaza haben und bei diesen Protesten da auch ihre Solidarität ausdrücken wollen, sondern auch, weil viele Menschen dort im Westjordanland jetzt seit den Angriffen nicht mehr nach Israel kommen dürfen. Und das betrifft rund 190.000 Arbeiter, die eigentlich zuvor in Israel gearbeitet haben, ihr Geld verdient haben. Die Grenze ist zu, die allermeisten können da eben nicht mehr rüber. Und ich war selbst vor Ort, habe dort mit Menschen sprechen können. Es sind auch Arbeiter aus Gaza im Westjordanland festgesetzt. Es gab rund 18.000 Menschen zuvor, vor dem 7. Oktober, die legal arbeiten durften, die aus Gaza kamen, legal in Israel arbeiten durften. Und nach den Angriffen sind die teilweise festgenommen worden oder sind eben im Westjordanland festgesetzt. Auch dort sehr verzweifelte Stimmen, sehr verzweifelte Rufe natürlich. Sie sagen, während sie im Westjordanland festgesetzt sind, werden ihre Angehörigen natürlich in Gaza sterben sie. Sie haben keinen Kontakt teilweise zu ihnen, wissen nicht, wie es ihnen geht und sagen, sie wollen ja eigentlich nur nach Hause. Aber Israel fürchtet um seine eigene Sicherheit und die Grenzen sind aktuell zu. Sie haben den Militärsprecher der Israelis, Hagari, ja schon angesprochen. Er hat ja heute Morgen mitgeteilt, dass über die weitere Vorgehensweise wohl jetzt beraten wird. Frau Jung, welche Optionen liegen denn jetzt auf dem Tisch und was wird aus den Geiseln? Diese Frage beschäftigt doch nicht nur die Angehörigen in Israel.
Ganz genau, das ist auf jeden Fall hier ein jeden Tag natürlich alles bestimmendes Thema. Israel macht ganz klar, das Ziel ist die vollständige Zerstörung der Hamas. Aber das gibt natürlich jetzt auch hier ganz viele Stimmen, die befürchten, die einfach sagen, was heißt das denn jetzt? Eine Ausweitung der Offensive am Boden. Was bedeutet das auch für die Geiseln? Mehr als 220 Menschen, die immer noch in Gaza als Geiseln gehalten werden und haben da große Sorge, fordern ein Treffen mit der Regierung, wollen wissen, wollen aufgeklärt werden, inwieweit natürlich es Fortschritte gibt, inwieweit das auch einfach ihre geliebten Menschen, die als Geiseln dort festgehalten werden, betrifft, haben einfach große Sorge natürlich, dass bei diesen Angriffen, bei diesen Bombardements auch ihre Menschen, ihre geliebten Menschen ums Leben kommen. Und so gibt es jeden Tag immer wieder ein Gedenken und heute eben auch ganz klar die Forderung, man möchte sich da mit der Regierung auf jeden Fall treffen. Es gab diese Woche eine Umfrage und die Zustimmung der Israelis zu einer Bodenoffensive, dass damit gewartet werden soll, die ist inzwischen 49% fordern das, möchten also, dass gewartet wird. Ich schaue es gerade noch mal nach. Genau, sie sind dafür, dass eben mit der Bodenoffensive abgewartet wird, weil ganz klar die Frage im Raum steht, was heißt das für die Menschen, die dort als Geiseln festgehalten werden. Alisa Jung war das aus Tel Aviv. Ich sage danke für die Erläuterung und danke für Ihre Zeit.